Ja, hallo Lieben, hier ist der Sibi, willkommen zurück. Und ja, wie ich angekündigt habe, jetzt erstmal ohne Facecam. Nichtsdestotrotz werden wir erstmal hier das und das machen. Sehen wir ein bisschen besser aus. Und werden dann bestimmt Amulett der Macht noch einsetzen. Und ja, schauen wir mal. So, wir gehen jetzt erstmal ein paar Quests machen. Und zwar habe ich natürlich wieder die besagten Dailies gemacht. Also besorgt schon. Die werden wir jetzt fix machen. Dann werden wir einige Prozente. Ach komm mal, da ist der Flattermann, hallo. Einige Prozente erreichen. Wir haben jetzt 21. Oh, lauf da nicht so schnell. 21%, das ist schon mal supi. Aber ist trotzdem noch ein bisschen zu wenig, ne? Ist ja ganz klar. Ich glaube, bis 93 müssen wir halt Steini machen. Heute geht's, also ich nutze jetzt gerade mal die Zeit, dass ich das hier machen kann. Ist ein Wunder eigentlich, weil eigentlich planmäßig ist heute was ganz anderes dran, nämlich Hochzeitstag, der allererste. Und dementsprechend habe ich eigentlich was anderes vor, ne? Aber jetzt ist noch ein bisschen Zeit, von daher alles gut. So, einige Quests haben wir. Achso, ich wollte schon sagen, habe ich da etwa. Warte mal. Achso, Petzifer, genau, den brauchen wir auch. Den machen wir noch schnell. Ja, ich kam die letzten Tage ja wieder mal nicht ausrüsten, Zerschmetterer. Oh, da hat jemand sich aber Zeit genommen, das zu machen. Das ist ja auch sehr aufwendig eigentlich. Man muss halt sehr, sehr viele Teile zerstören, ob gewollt oder nicht. Aber ich werde es niemals bekommen, hoffentlich. Weil das ist mir eigentlich zu schade, wenn man das irgendwas verschrottet, was man eigentlich gerne behalten hätten wollen. Wie auch immer, ne? So, so haben wir nochmal einmal Blitzi. Dann machen wir das noch schnell. Und ja, so, da oben ist. Ah, stimmt, da oben auf dem anderen Spot ist ja auch einer. Around habe ich gar keinen Bock, aber müssen wir ja durch. Ich glaube, ein, zwei Level müssen wir es machen. Ich habe ja jetzt ab. Kommender Woche 2 Wochen Urlaub. Das ist der letzte Urlaub in diesem Jahr. Dieses Jahr ist es ganz, ganz blöd gelaufen mit dem Urlaubsantrag und so. Aber es ist halt so, wie es ist. Und ja, vielleicht schaffe ich das nochmal ein, zwei, mal drei, ein, zwei, drei Mal zu streamen. Da muss ich mal Zeit dafür finden. Habe ich natürlich eigentlich, aber ne, da muss ich noch das Okay dafür bekommen. Übrigens habe ich ein bisschen Gem jetzt bekommen. Ich hatte ja noch den Helga-Stab bekommen. Oder hatte den ja, habe den ja verliehen. An den lieben Pasi. Vielen Dank nochmal, dass er mir den zurückgegeben hat. Ne? Und ja, schauen wir mal, was ich mir da so schön kaufen werde davon. Genau, also ich bin immer noch hyped auf das Level 95er Z. Das ist eigentlich soweit ganz cool, so wie ich finde. Und ich hoffe mal, dass ich das auch zeitnah irgendwann upen werde. Ich hoffe mal, dass ich auch genug Steine dafür habe, weil kann ja sein, dass mir dann doch irgendwie was fehlt. Ich hoffe mal nicht. Aber nichtsdestotrotz gehen wir jetzt erstmal. Wir machen das wie folgt: Brennender Fels. So, gucken wir mal. Vielleicht hat er eine steinige. So, mal kurz gefragt. Hier kann man fleißig abgeben, abgeben, abgeben. Ich habe schon überlegt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, schade, dass ihr meinen Gesichtsausdruck nicht sehen könnt. Aber wir werden die Zeit nutzen und das machen. Dann möchte ich müssen ein paar Themen abklappern, so ein bisschen erzählen, was ich so jetzt so gedanklich überlegt habe. Irgendwie so, ne? Was man so erzählen kann. Aber. Bitte bin aber nebenbei noch im Kartenfarm. Ja, alles gut. Hauptsache, wir kriegen die Prozente, ne? Das ist ja ganz, ganz wichtig. So, ach ja, übrigens, ich habe endlich das 65er Set für mein eventuelligen, eventuelligen, sag mal schnell, Kreuzritter fertig. Ich muss jetzt eigentlich nur noch eine Waffe finden und dann geht es eigentlich auch schon. Ne, von daher schauen wir mal. So, ich helfe mal mit.
3000 Damage, sehr schön. So, das können wir endlich abgeben. So, und wieder annehmen. Immer annehmen, immer annehmen, immer annehmen. So. Und 22%. Ich schau mal kurz, vielleicht habe ich noch so einen Quest XP Booster rumflitzen. Hier haben wir einen Handel XP Booster. Das ist schön, brauchen wir aber nicht. Ich habe so viel Müll eigentlich hier drin, ne? Was ist das? XP Booster. Sehr schön. Das ist auch einer, genau. Schade. Ah, 20%, 7 Tage. Ich meine, das wird sich eigentlich lohnen. Verdammt, so viel haben wir gar nicht mehr. Oh, oh. T5, T5. Ich kaufe einfach mal mit. T2, T2. Ganz viel T2, das ist zwar sehr schön, aber wir brauchen ja T3 oder T4 halt, ne? Das heißt also, ich muss halt leider T3, ganz viel T3, sehr schön. Nochmal ganz viel T3. Nochmal T3. Es ist zwar gut. T4, 20, 40, 60. 70 Versuche hätten wir, um das T4-Set komplett zu uppen. Ne? Sag mal so, normalerweise sollte das hinhauen. Ich denke mal, ich werde das auch machen, weil die Waffe brauchen wir ja nicht mehr. Das ist schon mal tippitoppi. Wir machen echt wenig Damage. Boah, ich wollte gerade sagen, habe ich das nicht angenommen. Das wäre grausig, grausam. So. Ich glaube ja dran, ich weiß, ich habe das mal schon mal erzählt oder mich aufgeklärt, aber ne, wisst ihr, wie das immer ist. Vergisst man es und naja. Ich hoffe mal, dass es nicht allzu lange dauert. Uff. 90. Wäre es eigentlich klug, wenn ich den 20% XP Booster nutze? Voll rein theoretisch könnte ich ja immer. Ich mach's einfach. Ich mach's einfach aufgrund. Ich weiß eigentlich ja nicht, aber Situationsbedingt nehme ich es einfach. Das Blöde ist ja auch, ich habe ja dummerweise, muss man sagen, ein Quest XP Booster. Guck mal, also wir haben ja immer so 1% bekommen. So, gucken wir mal. Und jetzt müssten wir eigentlich immer. Oha. Ich sag mal so, das lohnt sich auf jeden Fall, weil wir werden ja auch definitiv die Auraun erleben müssen. Und ich sag mal so, dann lohnt sich das eigentlich meiner Meinung nach. Habe ich eigentlich noch irgendwas anderes Schönes für 7 Tage? Guck mal, Jägerlizenz. Können wir eigentlich nochmal reinhauen. Ich schaue nochmal ganz kurz, was wir noch so haben. Luxus habe ich auch noch. Ganz viele anderen. Guck mal, was ist das da oben? Immer ein Tag, 100er. So, und das war's. Hier ist auch nochmal 100er. Hier ist sogar mal Amus. Ich bin auch gleich fertig. Habe ich es angenommen? Ja, sehr gut. So, einen Moment. Ich schaue nochmal schnell durch. Vielleicht finde ich ja noch irgendwie wegen HP-Verlängerer. Weil dann würde ich den ganz gerne. Ja, für einen Tag, ne? Für einen Tag. Übrigens, es gibt auch Neues. Ich nehme es einfach so, weil ich es dann noch habe und ihn nicht brauchen werde und sonst 100 habe, das eigentlich viel besser ist. Es gibt neue Kostüme, die finde ich sehr, sehr schön, sehen sehr, sehr gut aus und ich weiß gar nicht, ob es die jetzt zeitnah bald irgendwann geben wird, aber so an sich sieht das schon echt gar nicht so schlecht. Also sie haben das echt gut gemacht. Das Problem ist aber, was ich nicht verstehe, lieber würde ich doch,
Was sind nur Impfeinhalte an, statt neue Kostüme und so Zeit dafür investieren, ne? Binder, du Koala. Koala. Das ist bestimmt ihr. Ihr Charakter. So, den nehme ich mal mit. So. Oh, habe ich die schon? Yes. So, wir haben jetzt fast 30%, also ich sag mal so, das geht schon echt gut, ne? Wir haben jetzt 3,3 Millionen und davor haben wir im Oha, das, also das lohnt sich auf jeden Fall schon mal, ne? Kann man gar nichts anderes sagen, ne? Ja, jetzt wurden die Tage, glaube ich, ganz geile Spiele vorgestellt, die ich mir auch gerne irgendwann holen wollen würde. Ne? Zum Beispiel Dying Light 2, ein Zombie-Survival-Spiel. Ja, nicht Survival-Spiel, nicht unbedingt. Aber dann Far Cry 6, uiuiuiui, und Horizon Zero Dawn Teil 2. Richtig geil, richtig geil. Ich hoffe mal, ich nerv sie damit nicht, ne? Wenn ich es einfach immer mache. Aber ich sag mal so, diese Spiele würde ich mir halt immer nur auf der neuen Konsole holen. Oder was ich überlegt habe, ich habe ja Borderlands 3. Habe ich ja damals, will ich ja Dings von AMD oder so einen Prozessor habe, gab es als Dank dafür ein Code bei Epic Games, glaube ich. Entweder das, also zum Beispiel konnte ich mir anscheinend, ich habe mich natürlich für Borderlands 3 entschieden. Das andere Spiel war auch ganz cool, aber ich würde, sag ich mal, eher Borderlands 3 spielen als das andere Spiel. Frag mich nicht, wie das andere Spiel heißt. Jedenfalls habe ich überlegt, das könnte man ja auch noch spielen. Und das Gute ist halt, das kann man ja jetzt. Ja, warum nicht, ne? Könnte man, oder kann man halt mit mehr Leuten spielen. Das ist halt echt verdammt cool, ne? Crossplay, genau. Und aber Sony ist natürlich da nicht so der Fan davon, ne? Was echt blöd ist. Kann man nicht anders dagegen sagen. So, 5. Oh mein Gott, das gibt ja 6 Millionen, also es gibt da richtig viel Erfahrungspunkte. Ich denke mal so, Level 92, 93. Ich sag mal so, ich werde es so machen. Sieht auch sehr cool aus, das Kostüm. Ja, dann werden wir auch 20, 25 Minuten hier bleiben. Ja, das passt eigentlich ganz gut. Dann werden wir mal kurz gucken. Dann werden wir mal schauen, was wir danach machen. Ich sag mal so, alternativ können wir erstmal die ganzen Quests abgeben, weil das wollte ich nämlich machen, die ganzen Quests abgeben, damit wir eventuell. Basketball spielen. Auch sehr cool. Oder sie guckt zu beim Spiel oder ja, wie auch immer, ne? Weiß ich ja nicht. Dark Pandas, da ist doch Pasi auch dabei. In der Gilde. Finde ich sehr cool. Also irgendwas mit Pandas ist auf jeden Fall my favorite. Ich mag sehr gerne Pandas. Und ja, es gibt auch noch andere Spiele, die ich sehr, sehr gerne spiele zurzeit auf dem Handy. Clash of Clans. Das habe ich damals mal gespielt. Aber habe ich es angenommen? Habe ich angenommen? Ja, sehr gut. Muss da halt immer noch gucken, ne? Dass ich das nicht versaubeute, ne? Weil das wäre sehr, sehr ärgerlich. Das sind halt verschenkte Prozente, ne? Muss man ja so sehen. Das spiele ich jetzt auch zum Beispiel nebenbei. Es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Was ich aber festgestellt habe, man kann da sehr, sehr, sehr viel Geld ausgeben, was ich halt echt blöd finde. Aber so ist es halt bei Free-to-Play-Spielen. Und ich hatte damals auch ein iPad gehabt. Und das ist nämlich so, dass ich das irgendwie hingekriegt habe, dass ich aufnehmen konnte. War sehr cool mit dem Adapter und dann ging es richtig ab. Es hat verdammt viel Spaß gemacht damit. Aber
Naja, jetzt habe ich kein iPad mehr, aber sag mal so, alternativ würde ich es in naher Zukunft irgendwie nochmal in Erwägung bringen, dann mir ein neues iPad zu holen oder überhaupt wieder eins. Und dann kann man da noch ein paar Projekte machen, weil es gibt ja Apple Arcade und es ist auch.